Victoria Kritzer, Siegerin bei dem Halbmarathon, beim Gornergrad-Zermatt-Marathon. Erzähl mal, wie es war heute hier auf der Strecke 21 km am Rief auf dem Riffelberg. Ja, es ist eine wunderschöne Strecke und dass ich jeden Heim laufen kann, ist wirklich ein Geschenk. Die Bedingungen sind euch super gewesen, könnte wirklich nicht besser sein. Hast du unterwegs gewusst? Ja, das könnte länger. Bist du orientiert gewesen, wenn du drin bist? Ich hatte schon im Hinterkopf, gehabt, dass ich vorne drin bin, aber ich habe nicht genau, haargenau die Übersicht gehabt, weil natürlich die Staffelläufer und Marathon- und Ultraläufer, alle sind durcheinander gewesen. Aber ich habe mich einfach versucht, auf mich zu konzentrieren und für mich selber das gute Rennen zu laufen. Hast du dir so einen Fahrplan zurechtgelegt und an dem hast du können laufen? Nein, ich habe eigentlich vor allem auf mein Gefühl geschaut. Und jetzt am Schluss habe ich schon auf die Zeit geschaut und versucht, dass ich eine gute Zeit laufen kann. Und am Schluss, Aufstieg hier im Rücken, Richtung Riffelberg, ist natürlich noch happy, wie ist das gegangen? Ja, das ist eigentlich meine liebste Stelle und auch meine Stärke. Und von dem her ist es schön, wenn ich weiss, meine Stärke kommt erst am Schluss. Kannst du da voll durchziehen oder müssen wir da euch als Spitzenläuferin ein bisschen langsamer gehen? Also ich habe eigentlich immer versucht, dass ich nicht langsamer komme und dass ich einen guten Rhythmus durchziehen kann. Aber es ist schon nicht einfach, weil am Schluss merkt man, dass man am Anfang ein paar Kilometer ein Bein hat. Aber es ist mir gut gegangen von dem. Siegerin bei dem Halbmarathon, einer der grössten Erfolge bis jetzt, oder wie tust du das einschätzen? Ja, auf jeden Fall von dieser Sommersaison ist der grösste Erfolg bis jetzt. Was könnte noch kommen? Ja, ich erhoffe mir, das gutes Rennen im Siders-Zinal. Das ist eigentlich mein Hauptziel dieser Sommer. Und ich mich jetzt gut auf das Rennen vorbereiten. Besten Dank und alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Danke dir, Norbert.